Hier im Modehaus Frei in Cham, genauer gesagt in der Private Shopping Lounge, und bei mir ist der Marketingleiter Sebastian Spröthuber. Leider kann hier derzeit keine Beratung stattfinden, die Läden sind ja zu aufgrund der Corona-Krise. Euer Onlinehandel, der boomt aber. Wie habt ihr euch in diesen Zeiten online aufgestellt? Ja, ist für uns aktuell natürlich auch keine einfache Zeit, weil 20.000 Quadratmeter Mode und 30.000 Quadratmeter Möbel sind aktuell geschlossen. Wir sind jetzt aber froh, dass wir vor 2 Jahren den Schritt in den Onlinehandel gewagt haben, um da die Logistik zu schaffen und alles, und schaffen es jetzt aktuell 60% des Modesortiments darzustellen. Es sind ungefähr 50.000 Artikel und davon zählen wir natürlich jetzt und können ein Stück unseres Geschäfts dadurch aufrechterhalten. Ja. Die Läden sind ja voll mit Ware, die Frühjahrskollektion ist da und muss ja auch ein Stück weit an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Wie stellt ihr euch da online auf? Gibt es Aktionen online? Ja, es ist wirklich so, normalerweise fängt die Frühjahrssaison so ein bisschen am 1. März an, roundabout. Dadurch fehlen uns jetzt natürlich schon knapp 6 Wochen Verkaufszeitraum. Wir haben Mitte März ungefähr geschlossen gehabt. Und da mussten wir natürlich auch was tun. Wir haben aktuell unser Online-Sortiment, was fast unser gesamtes Sortiment ist, muss man schon sagen, um 15% reduziert, um unseren Kunden trotzdem noch was bieten zu können, auch in der Krise jetzt. Wie wird es angenommen, das Angebot? Erstaunlich gut. Also wir waren am Anfang skeptisch, ob überhaupt jemand was braucht in der Krise, aber wir sind echt positiv überrascht und wir kriegen Anrufe von begeisterten Kunden, die einfach froh sind, dass wir noch was liefern können, und die Kunden freuen sich jetzt auch, dass sie mal was vom Frei kaufen können, auch dass sie was regional kaufen können. Ich glaube, das ist gerade ein Riesenthema auch bei der Bevölkerung, bei den Menschen, dass sie bei ihrem regionalen Händler, wo sie sonst ihre Normalität haben, trotzdem was bekommen. Mhm. Frei steht ja auch für exzellente Beratung vor Ort. Hier kann man Mode erleben. Wie funktioniert das online mit der Beratung? Ja, auch da haben wir uns überlegt, wie bringen wir die Freikompetenz noch mehr rüber, auch online in den Distanzhandel sozusagen, in die digitale Welt. Und da haben wir uns überlegt, machen wir ein Rundum-Sorglos-Paket. Die Menschen, die brauchen jetzt individuelle Lösungen, einfache Lösungen. Und da haben wir uns überlegt, wir machen einfach eine Telefonberatung so aller Art bei Anruf Mode oder sowas. Also die Kunden rufen bei uns an und sagen, sie brauchen Schlafanzug, sie brauchen was, das Homeworkout, vielleicht braucht das Kind eine neue Hose. Da gibt es eine zentrale Nummer bei uns und da kann man anrufen, innerhalb von 1 Minute hat man dann das erledigt und das Paket steht dann ein paar Tage später vor der Tür. Und das Gute an der Corona-Krise, wenn es überhaupt was Gutes dabei gibt, ist ja, dass es alternative Geschäftsfelder gibt dadurch. Also auch bei euch, wenn man euch auf Social Media beobachtet, auf Instagram, ihr teilt dort eure Mode. Und dort wiederum kann man mit euch Kontakt aufnehmen und dann im Endeffekt die Mode kaufen. Genau. Also wir wollten in der Krise jetzt einfach präsent sein auf Social Media, zeigen, was passiert bei uns. Wir zeigen ein bisschen, was passiert hinter den Kulissen. Vor 2 Tagen haben wir was gezeigt, was in Marktredwitz gerade passiert hinter den Kulissen. Und das wird erstaunlich gut von den Leuten angenommen. Wir zeigen ein paar Outfits und dann kriegen wir auf Instagram Nachrichten, ja, könnt ihr mir das Teil zuschicken, meine Kundennummer ist XY, und dann schicken wir es einfach zu. Also so einfach, wie es dann ist, die Leute nehmen es auch an. Und wir haben natürlich auch, Gott sei Dank, die Plattform geschaffen mit freierleben.de, dass wir das bewältigen können, und da sind wir jetzt sehr glücklich drüber. Und da ergeben sich eigentlich tolle Geschichten draus, die man vorher nicht vermutet hätte. Und auch unsere Kamer Kollegen, die Gastronomie, alle sind im Wandel und probieren was Neues aus, was sie vielleicht vorher nicht gemacht hätten. Wir versuchen jetzt gerade in Cham so eine Einkaufen daheim Kampagne zu starten, um die lokalen Geschäfte zu stärken. Und da ergeben sich tolle Geschichten trotzdem, und das ist, glaube ich, das, woran man sich dann im Nachhinein orientieren sollte. Du hast gerade schon Outfits angesprochen. Wir haben hier ein paar auf der Stange, die es genauso im Online-Shop zu kaufen gibt. Vielleicht kannst du es ganz kurz vorstellen, was ihr heute uns präsentieren wollt. Genau, ganz einfach gesagt, was aktuell ein Thema ist, sind leichte Übergangsjacken. Da haben wir was vom Dreikorn jetzt zum Beispiel da auch, oder vom Hugo Boss haben wir was da. Ganz lässig getragen, auch für mit dem Bürooutfit. Check ist immer noch ein Riesenthema, also Karo ist ein Riesenthema. Bei den Damen die bedruckte Hose, Leo, Blumendrucke oder auch Karo-Drucke. Oder zum Beispiel erdige Töne mit einem leichten Frühjahrsstrick, das ist auch ein schönes Thema, und dazu, wie man es unten sieht, modische Schuhe, der Sneaker immer noch ein Riesenthema. Ja, da ist man modisch unterwegs. Und das
gibt es dann in diesen Boxen. Das heißt, ich kann bei eurer Beraterin, bei eurem Berater anrufen und sagen, ich hätte gern ein Outfit fürs Homeoffice. Zum Beispiel. Und dann kommt so eine Box mit dem kompletten Outfit. Und ich muss natürlich nicht alles behalten. Genau. Nee, auch bei uns ist natürlich so, es gibt natürlich die Möglichkeit, kostenlos zurückzugeben. Ab 59 Euro haben wir kostenlosen Versand. Also es ist wirklich easy. Und auch bei dem Rundum-Sorglos-Paket, wenn man anruft, hat man alle Vorteile, die man normalerweise im Online-Shop hat. Wir wollen einfach einfache Lösungen, nicht kompliziert denken, sondern einfach mal was machen, was vielleicht keiner erwartet hätte. Und wir haben wirklich telefonisch manchmal am Tag 6 Bestellungen oder so, wo man denkt, das würde hätte nie funktioniert. Also da haben wir selber auch Barrieren im Kopf abbauen müssen, um jetzt einfach eine tolle Sache anzugehen. Dann sage ich herzlichen Dank an den Marketingleiter Sebastian Spröthuber und wie Sie bei Frei online shoppen können, das gibt es jetzt nochmal in der Zusammenfassung.